Ich muss das hier jetzt einmal ganz kurz in den Vollbildmodus bringen. Dann können wir auch gleich loslegen. Ich werde zunächst noch mal einen kurzen Überblick über die Société Générale geben und dann im Anschluss an das erste Webinar ein bisschen auf die Spezifika von den exotischen Optionsscheinen eingehen, die dort im Handel für Sie auch bei Wikifolio dann sehr wichtig sind. Zur Société Générale noch mal in ganz kurzen Worten. Wir sind eine der größten Banken in Europa, sind am deutschen Privatkundenmarkt, das heißt damit auch am deutschen Zertifikatemarkt seit guten 25 Jahren aktiv, haben im Moment auf der Plattform ja etwas über 100.000 Zertifikate im deutschen Markt, wovon ein Teil die exotischen Optionsscheine ist, in etwa 30.000, die auch jetzt in der Partnerschaft mit Wikifolio dort zu handeln sind. Für den Zertifikateinvestor ist noch vielleicht wichtig, wir haben von der Ratingseite im Moment bei den großen Ratingagenturen S&P, ich habe sie auf der Folie nochmal abgetragen, ein A-Rating, soll es auch schon zur Société Générale gewesen sein. Wie im letzten Webinar schon mal darauf eingegangen, haben wir eine ganze Reihe exotischer Optionsscheine. Die Besonderheit bei diesen Optionsscheinen ist, dass es vom Auszahlungsprofil ein sehr einfaches Produkt. Zur Ende der Laufzeit des Produktes gibt es entweder 0, das heißt in diesem Fall aus Abwicklungsgründen ein Zehntel Cent oder 10 Euro. Je nachdem, ob es die Barriere berührt bzw. unter- oder überschritten wird. Wir haben die Produkte mit einer Laufzeit von wenigen Tagen, das heißt sozusagen von einem Tag bis zur Fälligkeit, bis zu 18 Monaten Länge. Ein relativ breites Produktangebot im Moment, 300 Basiswerte habe ich hier mal aufgeschrieben. Das ist hauptsächlich natürlich aus dem Bereich Aktien, Währungen, aber auch Rohstoffe. Wir versuchen die Palette, wenn es aktuelle Entwicklungen oder neue Investmentthemen gibt, die auch unsere oder die Investoren interessieren, versuchen wir die Palette natürlich zu erweitern entsprechend. Das ist dort unser Anspruch und wir erweitern das. Ganz wichtig bei diesen exotischen Optionsscheinen natürlich, wie eben schon angesprochen, da das ein digitales Auszahlungsprofil ist. Das heißt, bei einem Knockout oder einer Barriereberührung gibt es quasi null zurück. Findet dies nicht statt, gibt es 10 Euro. Ist natürlich sehr wichtig, wann wird dieser Knockout beobachtet, beziehungsweise wann kann ein Produkt ausgenockt werden. Wir orientieren uns hier bei den verschiedenen Produkten immer an dem Hauptmarkt des entsprechenden Produkts. Das bedeutet, für die Aktien ist das der deutsche Hauptmarkt ist hier Xetra und nur innerhalb der Handelszeiten kann ein Produkt ausgenockt werden. Das findet dann statt mit einer Preisfeststellung, die außerhalb der entsprechenden Barrieren des exotischen Optionsscheins ist, ist das Produkt ausgenockt. Sollte eine Kursfeststellung außerhalb der Barrieren festgelegt werden. Das gleiche gilt für ausländische Aktien, die wiederum mit ihrem entsprechenden Hauptmarkt dort als Referenz zugrunde gelegt werden. Beispielsweise für die europäischen Aktien sind das die entsprechenden Börsen in Paris oder beispielsweise London oder Amsterdam. Für die Märkte, die fortlaufend gehandelt werden, hier Euro, US-Dollar, kann mit jeder Kursfeststellung, also 24 Stunden rund um die Uhr, ein Knockout ausgelöst werden. Das gleiche gilt für die entsprechenden Rohstoffmärkte, die fortlaufend gehandelt werden. Das Wichtige ist, für jedes einzelne Produkt sind die Knockout-Zeiten und der jeweilige Referenzmarkt genau definiert. Das finden Sie, wenn Sie in ein Produkt sich ausgewählt haben, finden Sie in der Dokumentation. Die ist auf unserer Website als Termsheet abrufbar, wo das dann nochmal für das jeweilige Produkt, wenn das für Sie von Interesse ist, nochmal genau einsehbar ist und das festgelegt steht. Es gibt von dieser Regel, die ich eben gezeigt habe, eine besondere Ausnahme. Und die Ausnahme ist, wenn der finale Bewertungstag auf den großen Verfall des entsprechenden Future-Kontraktes für den Markt liegt, dann wird der Verfall
als letztmöglicher Knockout-Zeitpunkt festgelegt. Das heißt, dort wird die Knockout-Zeitspanne etwas kürzer. Und mit der Schlussauktion des entsprechenden Futures ist dort auch der letztmögliche Knockout möglich. Das bedeutet hier am Beispiel aufgezeigt, für die großen Verfälle im DAX wäre das die Auktion um 13 Uhr auf dem Future-Kontrakt. Wir haben relativ viele Produkte, die auf diese Verfälle abzielen, weil Investoren relativ gerne die Verfälle handeln. Nochmal ein bisschen, um auf das Laufzeitende von einem exotischen Optionsschein einzugehen. Der finale Bewertungstag, der festgelegt wird, ist ungleich des letzten Handelstages. Dieser findet immer zwei Börsentage vorher statt. Ein Verkauf und Ankauf ist bis zu zwei Tage vor dem finalen Bewertungstag möglich. Außerbörslich ist ein Verkauf unter Umständen auch noch einen Tag vor dem finalen Bewertungstag möglich. Aber das ist, bitte berücksichtigen, dass der letzte Börsenhandelstag zwei Tage vor der finalen Bewertung stattfindet und insbesondere am finalen Bewertungstag ein Handel nicht mehr möglich ist. Der Fälligkeitstag, hier definiert, also die banktechnisch gesehen die Valuta oder die Inwertstellung in einem Depot, es findet immer fünf Bankarbeitstage nach dem finalen Bewertungstag statt. Das ist im Regelfall genau eine Woche später, also der Tag der Auszahlung. Wichtig ist für die exotischen Optionsscheine, was im Übrigen für alle Zertifikate zumindest von der Société Générale gilt, ein An- und Verkaufspreis, also ein Geld- und Briefkurs, wird nicht festgelegt über Angebot und Nachfrage, sondern wir als Société Générale machen kontinuierlich einen Markt, das heißt bieten Geld- und Briefkurse jederzeit für Sie zum Handeln an. Das bedeutet, und das wird auch sehr, sehr viel genutzt, dass Sie, wenn Sie einen exotischen Optionsschein gekauft haben und einen für Sie günstigen Zeitpunkt erachten, den zu verkaufen oder einen schönen Preis gesehen haben, können Sie mit uns jederzeit handeln und müssen nicht warten, bis jemand anders aus dem Markt sozusagen bereit ist, Ihren Optionsschein abzukaufen. Ja, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von den Produkten, die das von beispielsweise dem Aktienhandel unterscheidet. Die Berücksichtigung von Dividenden bei exotischen Optionsscheinen orientiert sich im Prinzip an der Behandlung vom Referenzmarkt an der entsprechenden Terminbörse. Das bedeutet, der Kursabschlag von regulären Dividenden, der ist in einem Preis und in den Strikes berücksichtigt, sofern diese Dividende eben reguläre Kapitalmaßnahme, sofern diese angekündigt ist und so durchgeführt wird, findet eine außergewöhnliche Kapitalmaßnahme statt, das heißt Kapitalerhöhung, Aktiensplits, Sonderdividende und was da noch vorstellbar ist, wird natürlich entsprechend auch wieder Handhabung, wir orientieren uns da an der Terminbörse, wird bei uns das Strike-Level, das heißt die Knockout-Schwellen entsprechend angepasst. Wird eine Sonderdividende bei einer Aktie beispielsweise in Höhe von 10 Euro bezahlt, werden entsprechend die Knockout-Level um diese 10 Euro nach unten korrigiert. Dann nochmal als Rekapitulierung sozusagen zum ersten Webinar, was sind die Einflussfaktoren auf den Preis eines exotischen Optionsscheins? Im Grunde genommen ist es immer, gibt es die Einflussfaktoren, wie stark der Abstand von der Barriere ist. Das ist natürlich immer, je näher die Barriere ist, desto höher ist das Risiko, dass ein Knockout eintritt, desto geringer ist der Preis. Im Umkehrschluss, desto höher kann die Rendite bis zum Laufzeitende sein. Volatilität oder die Schwankungsbreite des Basiswerts, je höher die Schwankungen sind, desto höher ist das die Wahrscheinlichkeit eines Knockouts, desto geringer ist der Preis.
Ja, und entsprechend gleiches gilt wie vorher gesagt für die Rendite. Bei der Laufzeit wiederum längere Laufzeiten, geringeren Preis, höhere Renditechance in dem exotischen Optionsschein. Das sind eigentlich die Haupteinflussfaktoren auf die Preisbildung in den exotischen Optionsscheinen. Sie finden die Einflussfaktoren ausgedrückt in den sogenannten Griechen vom Optionspreismodell bei uns auf der Webseite. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, sind dort die einzelnen Faktoren, das Delta, das heißt, wie stark verändert sich der Preis des Optionsscheins im Verhältnis zu einer Veränderung des Basiswertes, finden Sie dort das Vega, wie ja, sensibel ist der Preis des Optionsscheins auf die Volatilität und auch das Theta, das bedeutet, wie viel kriegen Sie im Prinzip, wenn ein Knockout nicht stattfindet, für jeden Tag, den Sie das Produkt halten. Ja, das finden Sie auf unserer Website immer in der Übersicht, wenn Sie ein Produkt dort aufrufen. Ich habe nochmal zusammengefasst hier, wie die für die verschiedenen Typen von exotischen Optionsscheinen, das heißt Inline-Optionsschein, Stay-Low-Optionsschein und Stay-High-Optionsschein, sich eine Veränderung bzw. diese Griechen auf den Preis auswirken. Mal beispielhaft hier am Beispiel eines Stay-Low-Optionsscheins. Das bedeutet, dass ein K.O.-Punkt oder eine Barriere nicht überschritten werden darf. Dann steigt beispielsweise die Volatilität, also das Vega, dann fällt der Kurs des Optionsscheins. Das hier nur noch mal in der Übersicht zusammengefasst. Das Ganze mal anhand eines im Überblick dargestellten Beispiels für einen exotischen Optionsschein. Hier haben wir einen Inline-Optionsschein beispielsweise mal abgetragen, wo wir vom Ausgangspunkt, ja, wir sehen das auf der linken Seite ist der Kurs des DAXes abgetragen. Das ist die grüne Linie im Schaubild und auf der rechten Seite ist der Preis des Inline-Optionsscheins abgetragen. Wir sehen hier, wenn sich der DAX-Kurs der Barriere nähert, dann sinkt der Preis des Inline-Optionsscheins relativ stark, bis der ja, sozusagen fast ausgenockt wird und damit sehr, sehr günstig hier ungefähr 50 Cent zu kaufen ist und geht nun im weiteren Kursverlauf die grüne Linie ab etwa April 2015 wieder zurück. Dann erholt sich der Kurs des Inline-Optionsscheins entsprechend. Er erholt sich aufgrund in dieser Situation der steigenden Volatilität jedoch erstmal nicht so stark wieder, wie er noch im Januar oder Februar gestanden hat, dass er dann im Zeitablauf wieder bis hoch läuft auf die 8 Euro, wenn es innerhalb der beiden Barrieren bleibt. Ja, das ist nur nochmal als Beispiel hier für den Kursverlauf im Zusammenhang mit dem Verlauf des Basiswertes zu sehen. Also immer ein hoher Abstand zur Barriere bedeutet, dass sich der Kurs oder ein höherer Abstand zur Barriere bedeutet, dass sich der Kurs erhöht von dem Inline-Optionsschein und ein geringerer Abstand bedeutet, dass der Kurs geringer wird. Das hier nochmal als Beispiel für den Kursverlauf für einen solchen Optionsschein. Wie finden Sie nun entsprechende Produkte? Wir haben auf unserer Webseite, das ist sg-zertifikate.de, dort gibt es einen Produktfinder, hier mit dem roten Kasten eingerahmt in der, ja, auf der rechten Seite. Dort kann man direkt nach Produkten suchen, aber eben auch mit dem Produktfinder nach bestimmten Kriterien die entsprechenden Produkte finden. Das sieht dann so aus, wenn man darauf geht, wo man ja nach verschiedensten Kriterien
die Produkte, die wir im Angebot haben, selektieren kann und damit auch den für sich entsprechend passenden Optionsschein findet. Das geht alles relativ technisch unterstützt über unsere Webseite. Dann ist unser Serviceangebot, wir können außerbörslich sind die Handelszeiten 8 bis 22 Uhr für die exotischen Optionsscheine. Es gibt, falls Sie Erklärungen, besondere Fragen haben, eine Hotline, wo die Kollegen für Sie Ihren Fragen, Anliegen, Wünschen zur Verfügung stehen. Ja, wir haben, wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, unsere Webseite hier. Und das war es eigentlich von meiner Seite. Wenn von Ihrer Seite dann keine speziellen Fragen mehr zu dem Thema sind, sonst gebe ich Ihnen gerne die Zeit oder die Möglichkeit, dass Sie am Schluss des Webinars nochmal dann Ihre Fragen platzieren können. Dann, wie am Anfang angekündigt, übergebe ich jetzt gerne an den Herrn Christian Scheidt. Ja, sagen wir auch mal Dankeschön auf jeden Fall und damit leiten wir gleich über zu Christian. So, Christian, kannst du uns hören? Ja, ich kann dich hören. Ich bin jetzt auch wunderbar. Da. Und sehe noch deinen Bildschirm. Ja. Wunderbar. Ja, erst nochmal herzlich willkommen auf meiner Seite zu dem Webinar heute mit der Société Générale und Wikifolio. Freue ich mich, dass ich da dabei sein darf. Ich werde Ihnen so ein bisschen zeigen, wie Sie die exotischen Optionsscheine von der Société Générale auf der Plattform handeln können und habe dazu auch ein paar ganz konkrete Beispiele mitgebracht. Ich möchte Ihnen aber erstmal kurz vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Person sagen. Also ich bin eigentlich seit dem Jahr 2000 als Finanzjournalist tätig, habe angefangen bei Börse Online, erst in Restanstellung, dann als Ressortleiter des Aktienressorts und habe mich dann selbstständig gemacht im Jahr 2006, also vor fast 10 Jahren mittlerweile. An der Börse aktiv bin ich schon ein bisschen länger, seit 1996 habe ich da meine erste Aktie gekauft, habe alle Erfahrungen gemacht, die vielleicht viele von Ihnen auch gemacht haben mit dem neuen Markt. Ging es rauf und genauso schnell wieder runter. Auf Wikifolio bin ich aktiv seit September 2012, also seit ziemlich genau 3 Jahren. Bin also da eigentlich fast von Anfang an dabei. Hier ist eine Übersicht, wo Sie aktuell von mir Artikel, Analysen, Texte lesen können. Also meine Schwergebiete liegen ganz klar bei Börse Online. Da habe ich schon als Praktikant während des Studiums angefangen, 1998 zu schreiben und schreibe da immer noch, also bis heute. Bin da mit großer Leidenschaft dabei im Bereich Aktien und auch Zertifikate. Zweiter Schwerpunkt ist sicherlich das Zertifikate-Journal, das ich seit ungefähr 1,5 Jahren auch verantworte als Chefredakteur. Ein wöchentlicher PDF-Newsletter, den Sie kostenlos beziehen können. Zertifikate Austria sicherlich doch zu nennen, das ähnliches Geschäftsmodell für Österreich, auch ein Newsletter, der kostenlos ist und sich speziell für den österreichischen Markt, an den österreichischen Markt richtet. Und das letzte große ist die Kapitaldepesche, ein wöchentlicher Börsenbrief, der sehr stark auf deutsche Nebenwerte spezialisiert ist. Und alle anderen Portale, die Sie hier sehen, auch da finden Sie gelegentlich von mir Texte. Meine Schwerpunkte im Bereich Trading, also ich bin auch als Trader aktiv, eben unter anderem auf Wikifolio, sind vor allem Nebenwerte. Da liegt meine Leidenschaft, das ist historisch bedingt, weil ich bei Börse Online damals schon die neuen Marktwerte mitbetreut habe in bestimmten Branchen. Und mir ist es lieber, je kleiner, desto besser eigentlich. Also es soll, sagen wir mal so, es soll schon eine gewisse Mindestgröße vorhanden sein, damit man die Werte gut handeln kann, aber alles, was so unterhalb vom MDAX ist, also TecDAX, SDAX und auch darunter, das ist so die Welt, wo ich zu Hause bin. Aber ich schaue mir natürlich auch die US-Hightech-Werte an, wie eine Facebook, wie eine Amazon, wie eine Apple, weil, wenn man ehrlich ist, spielt da die Musik in den USA. Also die Liquidität ist sehr, sehr hoch. Man kann die Werte wunderbar handeln. Man kommt jederzeit rein und raus. Und das ist leider in Deutschland nicht immer gegeben. Da ist die Liquidität wesentlich geringer. Allein schon dadurch, weil die Börsenwerte, die Marktkapitalisierung teilweise viel geringer liegt. Ja, Branchenschwerpunkte bei mir, habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf Internet, Telekom, Biotech, Solar, das ist auch sehr, sehr spannend einfach.
Die Werte sind teilweise sehr gut gelaufen, wie Biotech, auch teilweise sehr schlecht gelaufen in den letzten Jahren, wie Solar. Auch da gibt es vielleicht wieder Chancen. Deswegen, das ist so, darin liegt so ein bisschen der Reiz, finde ich. Ja, und mein zweites großes Spezialgebiet neben Aktien sind eben Zertifikate. Speziell die Anwendung dieser Zertifikate auf bestimmte Einzelwerte, wie Aktien eben oder auch Rohstoffe, Währungen. Mein besonderes Interesse gilt da schon seit längerem den Exoten, also das sind eben die sogenannten exotischen Optionsscheine. Also ich mag sehr, sehr gern Inline-Optionsscheine. Die haben für mich den großen Vorteil, dass man auch in einem Seitwärtsmarkt eine ganz gute Rendite erzielen kann. Stay high, stay low, da gehe ich dann auch nochmal mit konkreten Beispielen drauf ein, also wenn ich der Meinung bin, eine Aktie oder ein Rohstoff bewegt sich sicherlich nicht mehr über einem bestimmten Niveau in den kommenden Monaten, dann ist ein Stay-High-Option schon interessant, Stay Low genauso, Stay Low-Option schon interessant, Entschuldigung, Stay High genauso, wenn ich davon ausgehe, dass eine Aktie nicht mehr unter ein bestimmtes Level drunter fallen wird, sondern sie bleibt immer drüber. Trend-Inliner ist nochmal eine Abwandlung von den Inlinern, wo die Barrieren jede Woche nach oben verschoben werden. Ja, und letztendlich auch Discount-Optionsscheine, eine Mischung aus Discountern und klassischen Optionsscheinen. Christian, vielleicht nur ganz kurz eine Ja. Zwischenfrage zu der Folie oder ganz allgemein auch zu deinem Trading. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, jetzt sozusagen zwischen, weil du ja einerseits sowohl Aktienstrategien handelst, als auch dann eben mit den Zertifikaten bestimmte Strategien ausübst, da würde mich mal interessieren, gibt es für dich so bestimmte Entscheidungskriterien, wo du sagst, das tradest du jetzt lieber mit den Aktien direkt und diese oder jene Sachen würdest du dann mit den Zertifikaten machen? Gibt es da so bestimmte Marktverhältnisse? Also jetzt so, wie wir es zuletzt gehabt haben, dass der Markt so eher heftiger und schneller dann auch wieder nach unten korrigiert hat. Gibt es da für dich so bestimmte Zustände, wo du sagst, da passen für dich Zertifikate besser und den anderen Bereich machst du vielleicht mit Aktien direkt? Gibt es da so Kriterien für Ja, dich? Ja. also Kriterien, wenn ich mir jetzt mal nur die Aktienseite anschaue, ist sicherlich ein Kriterium die Größe des Unternehmens. Es ist ja so, dass es, je kleiner das Unternehmen ist, umso weniger Zertifikate gibt es drauf. Also da handle ich schon mal auch direkt die Aktie. Je größer das Unternehmen ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich mit dem Zertifikat rangehe. Also es ist einfach, zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen großen DAX-Wert anschauen, wie heute die Volkswagen, die ja ungefähr bei 100 Euro steht, jetzt natürlich jetzt wieder ein bisschen drüber bei 110. Man kann die Aktie direkt kaufen oder man kann auch mit einem, meinetwegen, Turbo-Zertifikat mit einem bestimmten Hebel an die Sache rangehen. Das ist für mich immer ganz, hat einen Charme, weil sich der Kapitaleinsatz dadurch reduziert. Also es ist jetzt weniger die Spekulation, sondern einfach nur, wenn ich einen Hebel von 5 habe, muss ich halt einfach nur ein Fünftel vom Kapitaleinsatz anwenden. Bei Währungen, Rohstoffen, da benutze ich immer Zertifikate eigentlich, weil ich kaum eine Möglichkeit sehe, für den Privatanleger direkt Währungen oder direkt Rohstoffe zu handeln. Und da natürlich dann, je nachdem, was ich für eine Meinung habe, bezüglich zum Beispiel des Eurokurses, auch mal ein Inline-Optionsschein, da komme ich dann später eben noch drauf in den konkreten Beispielen. Okay. Also grundsätzlich ist für mich immer, es gibt immer bestimmte Stories am Markt, die gespielt werden und dann muss man sich daraus überlegen, wie gehe ich an das Ganze ran? Mache ich es mit einem Direktinvestment oder mache ich es abgeleitet mit einem Zertifikat? Es gibt immer Möglichkeiten, immer Argumente für das eine oder für das andere. Ich glaube, das muss man als wirklich als sowohl als auch sehen. Also Okay, danke. ja, auf Wikifolio bin ich, wie gesagt, seit September 2012, seit 3 Jahren aktiv. Ich habe dort mittlerweile 5 eigene Wikifolios. Beinhalten 3 verschiedene Strategien. Das ist Special Situations, ganz stark fokussiert auf Aktien im Bereich Nebenwerte. Dann Wachstum mit nur einer Aktie. Das ist eine sehr, sehr riskante Strategie, wo ich sozusagen immer mit dem gesamten Portfolio immer nur in einen einzelnen Titel hineingehe. Die beiden erstgenannten Special Situations und Wachstum mit nur einer Aktie gibt es dann auch noch in der Long-Short-Variante, wo ich dann auch noch die Möglichkeit habe, mit bestimmten Short-Zertifikaten die Strategien umzusetzen. Das fünfte Wikifolio oder beziehungsweise die dritte Strategie nennt sich Übernahmekandidaten, ist eher langfristig ausgelegt und setzt, ja, wie der Name schon sagt, auf Aktien, wo die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass es vielleicht mal zu einer Übernahme kommt und damit verbunden meist ist eine Prämie.
Im Teststadium habe ich seit ein paar Wochen das, nennt sich Scheid exotisch. Da handle ich wirklich nur speziell exotische Optionsscheine. Das ist auch nachher, was Sie sehen werden in den konkreten Beispielen. Ist noch im Stadium Test, also das bei Wikifolio läuft es ja folgendermaßen ab. Sie haben zuerst ein Teststadium, danach wird das Ganze publiziert und sichtbar für die ganze Community. Und nach einer bestimmten Zeit kann man das dann, wird es dann investierbar und Sie können das Wikifolio sozusagen mit einem Zertifikat bei sich im Depot abbilden. Dann zwei Wikifolios, die ich zusammen noch mit dem Börse Online-Chefredakteur betreue. Das ist das Börse Online-Nebenwerte. Wikifolio, das ist das größte momentan bei Wikifolio überhaupt mit knapp über 9 Millionen Euro investiertem Volumen. Und relativ neu ist das Börse Online Wachstumswerte. Das ist mittlerweile auch schon bei 1 Million ungefähr. Und insgesamt, dass Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, in den gesamten Wikifolios, die ich jetzt Ihnen hier aufgezeigt habe, sind momentan, das ist der Stand von gestern, knapp 14 Millionen Euro von Anlegern investiert, beziehungsweise in den entsprechenden Zertifikaten auf die Wikifolios investiert. Schon eine ganz schöne Summe. Jetzt möchte ich aber auch schon in die Praxis kommen. Konkret zum Thema, wie handle ich eigentlich diese Zertifikate, die exotischen Optionsscheine von der Société Générale auf der Plattform Wikifolio. Mein Vorredner, der Schuster, hat Ihnen ja schon gezeigt, dass es diesen Produktfinder gibt. Den Produktfinder, ich gehe nochmal ganz kurz rein in die Folie. Produktfinder können Sie finden auf zwei verschiedenen Wegen. Also gehen zum einen entweder über die Homepage der Société Générale, das haben Sie vorhin ja gesehen, klicken den direkt an. Sie können aber auch, wenn Sie schon Wikifolio angelegt haben, können Sie hier unten auf den Button SocGen exotische Optionsscheine gehen. Mit dem Klick darauf kommen Sie genau auf die gleiche Eingabemaske, eben diesen Produktfinder, den Sie vorhin gesehen haben. Der sieht so aus. Und eins weiter. Das ist dieser Produktfinder, wo Sie dann die verschiedenen Basiswerte eingeben können, die verschiedenen Laufzeiten, die Sie anstreben, also eingeben können, die verschiedenen Barrieren. Aber ich glaube, das Ganze, glaube ich, kann man vielleicht in der Praxis, wenn man sich das anschaut, dann wird das Ganze klarer. Deswegen gehe ich mal direkt rein in mein Wikifolio, das ich hier angelegt habe. Also das kann jeder machen, kann jeder anlegen. Sieht dann so aus. Sie haben hier die einzelnen Positionen im Depot, werden hier dann aufgeführt. Und hier unten ist dieser, was vorhin rot eingerahmt war, dieser Suchbutton für die Produkte der Société Générale. Als erstes Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, als Anlageidee einen Stay-High-Optionsschein auf Gold. Meine Überlegung dahinter, also wie gehe ich überhaupt dran an die ganze Sache? Also ich beobachte die Märkte. Ich beobachte Rohstoffe, Währungen, Aktien, Edelmetalle und bilde mir meine Meinung, wo es hingehen könnte. Jetzt ist ja so, der Goldpreis, es gab einen riesen Hype, wie man hier schön sehen kann, in dem Chart. In den Jahren 2009 bis 2011 ging es sehr, sehr stark nach oben. Seitdem tendiert der Goldpreis schwächer und wenn ich mich richtig erinnern kann, vor wenigen Wochen, Monaten waren viele Analysten eigentlich der Meinung, wir werden demnächst 100.000 € fallen, 100.000 Dollar fallen, Entschuldigung. Die Meinung war so stark verbreitet, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn alle der Meinung sind, kommt es ja wahrscheinlich doch anders, als die breite Masse denkt. Und in der Tat, bis jetzt haben wir die 1.000 überhaupt noch nicht gesehen. Also wir sind immer noch sehr, sehr weit weg. Im Gegenteil, wir haben uns wieder ein bisschen von der 1.000-Dollar-Marke entfernt. Aus meiner Sicht könnte man sich jetzt überlegen, ob man nicht antizyklisch entgegen der gängigen Marktmeinung eben einsteigt. Und zwar jetzt eben nicht direkt einsteigt in ein Goldzertifikat, sondern in einen Stay-High-Optionsschein, der eben genau diese Meinung ausdrückt. Meine Meinung ist, Gold wird bis Ende 2015 nicht mehr unter 1.000 Dollar fallen. Also bin ich fest davon überzeugt. Wir haben nur noch 3 Monate ungefähr und die 1.000-Dollar-Marke ist weit entfernt. Und wenn ich genau dieser Meinung bin, aber ich weiß jetzt aber auch nicht, wie weit es nach oben gehen könnte, ist eigentlich ein Stay-High-Optionsschein mit der Barriere 1.000 Dollar ideal. Weil der genau, mit dem kann ich zielgenau diese These, die ich da habe, eben umsetzen. Dazu gehe ich auf den Produktfinder von der Société Générale auf der Homepage. Dann kommt die Eingabemaske. Hier sind vier Felder, wo Sie auswählen können, vier Menüs sozusagen. Als Produktgruppe muss hier natürlich immer stehen, exotische Optionsscheine. Nur dann komme ich auch auf diese
Produkte. Dann habe ich mir ja überlegt, ich nehme einen Stay-Optionsschein, den ich hier auswähle. Den kann ich ja auch direkt dann aus dem Menü auswählen. Basiswerttyp ist in dem Fall ein Rohstoff, eben Gold. Und dann kann ich noch den konkreten Basiswert auswählen aus den verschiedenen Rohstoffen. In dem Fall wiederum eben Gold. Jetzt findet die Produktsuche 36 verschiedene Stay High Optionsscheine auf Gold. Jetzt muss ich mir natürlich auch überlegen, ich will da nur einen haben. Wie ist mein Anlagehorizont? Das ist bei den Anlegern in der Regel sehr verschieden. Manche legen sehr langfristig an, manche legen nur auf Sicht von wenigen Tagen oder Wochen an. Es ist sehr, sehr schwierig, irgendwas vorherzusagen an der Börse. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht. Deswegen bei exotischen Optionsscheinen beschränke ich mich in meinem Anlagehorizont meistens nur auf 1 bis 3 Monate. Das ist so meine, manchmal 6 Monate, aber 1 bis 3 Monate ist so mein Anlagehorizont. Was Gold betrifft, meine These war ja, bis zum Jahresende wird Gold nicht mehr unter 1000 Dollar fallen. Also gebe ich ein, dass der Optionsschein im Dezember 2015 enden soll. Als Knockout-Level habe ich mir gewünscht oder ausgedacht, dass er nicht mehr, dass das Gold nicht mehr unter 1000 Dollar fällt. Also gebe ich im Prinzip das Knockout-Level zielgenau ein mit 1000 Dollar. Und ich könnte hier jetzt noch verschiedene andere Kriterien eingeben. Ich könnte meine maximale Rendite definieren, die ich haben möchte. Aber eigentlich bin ich schon, wenn ich mal nach unten schaue, bin ich schon genau bei einem Stay High Optionsschein gelandet, der genau meine Erwartungen, meine Marktmeinung sozusagen, mit dem ich genau meine Marktmeinung abbilden kann. Der läuft eben bis Dezember. Die Knockout-Barriere liegt bei 1000 Dollar und der Schein notiert momentan 9,21 Geld zu 9,41 Brief. 10 Euro kann ich maximal zurückbekommen, wenn dann meine Rechnung aufgeht und eben Gold nicht mehr unter die 1000 geht und meine Rendite beträgt in dem Fall dann 6,27%, wenn ich jetzt wirklich zu den 9,41 kaufe. Entschuldigung, vielleicht auch dazu eine gute Frage aus der Praxis, weil du da die Knockout-Schwelle dann genau auf 1000 gesetzt hast. Also ich glaube, das fragen sich ja dann auch viele Trader, egal ob sie jetzt für Gold ein Zertifikat suchen oder auch für den DAX. Du würdest die Schwelle dann wirklich genau auf den Wert setzen, weil wenn du es dann beispielsweise auf 900 Dollar setzen würdest, dann wäre das Zertifikat für dich dann wahrscheinlich schon zu teuer, oder? Weil umso weiter du diese Schwelle dann natürlich wegsetzt, umso teurer wird das Zertifikat, oder? Ja, genau. Also es ist immer die Frage, was für ein Chance-Risiko-Verhältnis am Schluss rauskommen soll. Also wenn ich jetzt hier einen hätte mit 900, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es momentan einen mit Laufzeit Dezember 900 gibt, aber könnten wir ja mal direkt reinschauen. Ja. Aber das heißt, du würdest es schon ziemlich genau sozusagen deiner Markterwartung anpassen. Genau. Also wenn du sagen würdest, der DAX fällt nicht unter 9000 Punkte, dann auch wirklich Knockout-Level in der Gegend von 9000 wirklich eingeben und Verfallstermin dann auch in diesen Zeitraum hin und dann um nicht viel länger oder da irgendwie einen Puffer dazugeben oder sowas. Nein, ich meine, der Puffer ist ja schon da. Ich meine, das ist ja meine Meinung mit den 1000 Dollar und da ist ja schon ein gewisser Puffer letztendlich berücksichtigt. Also ich glaube, niemand wird jetzt hergehen und wird sagen, ich meine, wo stehen wir jetzt 1130, 1125? Keiner wird jetzt sagen, ich glaube, bis Weihnachten wir fallen wir nicht unter 1120. Ich meine, das wäre einfach Harakiri. Ich glaube, jeder muss sich ja vorher gut überlegen, wo, glaube ich, können wir noch hinfallen oder hinsteigen und dann dementsprechend das Produkt auswählen. Und je genauer man das macht, umso genauere Treffer bekommt man halt auch. Je genauer man diese Kriterien eingibt. Also ich habe jetzt nur als Beispiel nur 900 eingegeben. Bei dem 900er ist natürlich so, dass der momentan am Limit notiert. Also da, wenn ich jetzt brauche ich eigentlich gar nicht einsteigen, weil der notiert schon bei 10 Euro. Mhm. Weil eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass Gold über 900 bleibt bis Laufzeit. Das heißt, 18, da ist auch das Aufwärtspotenzial oder das Gewinnpotenzial dann dort auch beschränkt sozusagen. Genau, also je tiefer ich jetzt in dem Fall mit der Barriere nach unten gehe beim Stay High Optionsschein, umso geringer fällt dann auch meine Renditechance aus. Mhm. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Tausender, das war ja meine Anfangsüberlegung. Ja, jetzt habe ich den gefunden, schön und gut, aber wie bekomme ich den jetzt überhaupt da nach Wikifolio, zur Wikifolio rüber? Das ist eigentlich ganz einfach. Sie nehmen entweder die WKN oder die ISIN, kopieren Sie sich einfach raus. Das können oder schreiben sich auf, je nachdem. Also ich mache es immer ganz gern mit der Tastatur, auf dem normalen PC Steuerung C, kopiere ich mir das raus und gehe dann auf Wikifolio.
Und da haben Sie das Eingabefenster, wenn Sie einen neuen Wert aufnehmen möchten, geben Sie hier am besten die ISIN ein und zack, hat er sie schon gefunden. Das ist genau mein Schein, den ich will. Den muss ich jetzt noch meinem Portfolio hinzufügen. Also ich klicke hier einmal drauf und dann erscheint er hier oben schon in meiner Liste. Ist natürlich noch mit 0 Stücken jetzt drin, weil ich ja noch nicht gehandelt habe. Das wäre jetzt dann der nächste Schritt. Ja, also ich will den ja kaufen, habe ich beschlossen. Und dann muss ich hier auf den Button Trade klicken. Öffnet sich ein neues Fenster. Und dann ist es wieder, bleibt es wieder jedem überlassen, wie hoch er die Stückzahl wählt. Also ich habe so eine Faustregel. Ich würde nicht mehr als, wobei das schon sehr riskant ist, muss ich dazu sagen, ich würde nie mehr als 10% des Gesamtkapitals in einen dieser Scheine setzen. Wobei Sie müssen ja auch sehen, dieses Wikifolio ist ja speziell für exotische Optionsscheine angelegt. Das habe ich mir speziell dafür angelegt. Wenn es eines Tages investierbar sein sollte, werde ich auch selber investieren. Und für mich wiederum ist es in meinem Gesamtdepot, wird es wieder nur eine Beimischung sein. Also sprich, der Gesamtanteil in meinem Gesamtdepot ist dann wiederum, klingt jetzt sehr kompliziert, aber jeder muss sich immer überlegen, mit wie viel Geld gehe ich überhaupt in so einen Schein rein. Also wie gesagt, in dem Fall würde ich jetzt, ich bin hier mit einem Gesamtdepotvolumen von 10.000 Euro habe ich gestartet. Also gehe ich mit maximal 1.000 Euro rein. Ich würde jetzt mal 100 Stück nehmen, der Einfachheit halber. Sie müssen hier links auswählen, ob Sie kaufen wollen oder verkaufen wollen. Geht in dem Fall ja nur kaufen. Dann haben Sie die Möglichkeit, einen Kurs direkt anzufragen. Das kennen Sie vielleicht von Ihrem eigenen Broker vom Direkthandel. Da läuft es genauso. Da fragen Sie die Quote an und dann können Sie bestätigen. Oder Sie haben die Möglichkeit, ein Limit zu geben. In dem Fall jetzt würde ich einfach mal mit 100 Stück Kauf den Kurs direkt anfragen, gebe mal auf Preis holen, dann müsste es eigentlich relativ schnell gehen und schon kommt 9,42 Euro. Jetzt habe ich mich nicht genug beeilt, jetzt ist der Kurs schon abgelaufen, aber ich kann mir den nochmal holen und muss dann bestätigen. Jetzt ist 9,43 möglicherweise, jetzt 1 Cent teurer, das habe ich jetzt natürlich übersehen, aber jetzt wurde der zu 9,43 ausgeführt. Wenn ich das bestätige, taucht er auch schon hier in der Übersicht dann mit 100 Stück auf. Also ich habe jetzt hier meine erste Position in das Wikifolio gekauft, 100 Stück von diesem Stay-Her-Optionsschein zum Kurs von 9,43. Und angezeigt wird übrigens immer der Geldkurs. Also Sie dürfen nicht erschrecken, dass ihr da gleich, dass da gleich mit Minus drin steht. Das ist einfach, liegt einfach daran, weil diese Produkte natürlich genau wie alle Zertifikate eine gewisse Geldbriefspanne haben. Sie kaufen zum Briefkurs und Sie können zum Geldkurs verkaufen. Und deswegen steht auch hier der Geldkurs drin. Ich würde gerne noch zu einem weiteren Beispiel kommen. Das Ganze nämlich gibt es auch umgekehrt. Nicht, okay, das weiß ich nicht. Nicht Stay High, sondern Stay Low. Als Anlageidee habe ich da die Aktie der Deutschen Post mitgebracht. Hier ist die Überlegung, also ich gehe immer eigentlich fundamental an die Stories ran. Ich gehe selten rein über die Charttechnik ran. Charttechnik ist für mich ein Hilfsmittel. Also ich schaue mir erst ein Unternehmen fundamental an, eine Aktie oder ein Rohstoff oder eine Währung, was auch immer. Danach bilde ich mir eine Meinung und dann schaue ich den Chart an und gucke überhaupt, Mensch, passt das überhaupt zu meiner Meinung. Also Aktie der Deutschen Post schaue ich mir schon länger an. Mir ist aufgefallen, dass sie schon eigentlich seit Jahren Margenprobleme haben. In den letzten Monaten hat sich das ein bisschen intensiviert. Dann kam der Gesamtmarkt dazu, der relativ schwach war. Und dann kamen dann prompt die Gewinnwarnungen über Anfang August, wobei die Gewinnwarnungen, es war ein Sonderfaktor. Es gab ja die Streiks bei der Deutschen Post und sie haben eine Gewinnwarnung gemacht und werden dieses Jahr 100 Millionen Euro weniger verdienen. Es war aber auch so, dass der Gewinn im zweiten Quartal schon stärker gefallen ist, als von den Analysten erwartet. Also nicht, kurz gesagt, für die Aktie hat es nicht so besonders gut ausgesehen und es hat sich dann im Chartverlauf eigentlich bestätigt. Und ich denke, die Aktie wird auch bis zum Jahresende nicht mehr so wahnsinnig viel Potenzial haben. Sie ist vielleicht ganz interessant aus Dividendengesichtspunkten, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal über die Marke von 27 Euro rausgehen. Das ist so meine Überlegung, die ich dabei habe. Ist wieder der gleiche Anlagehorizont, ungefähr 3 Monate. Jetzt fahre ich mal das Fenster rüber, dann kann man vielleicht auch besser sehen, dass hier auch bis zur Marke von 27 Euro noch mal ein paar Widerstände kommen. Der Abwärtstrend, die obere Begrenzung verläuft dann auch demnächst bei 27 Euro. Deswegen habe ich diese Marke mir überlegt und da würde ich jetzt ganz gerne einen passenden Schein dafür wieder suchen. Das heißt, ich gehe wieder rein in die
in die Produktsuche. Ich gehe am besten nochmal auf die Startseite von dem Produktfinder, das ist immer am einfachsten. Wähle da meine Kriterien wieder aus. Produktgruppe ist wieder die exotische Optionsscheine. Die Untergruppe jetzt nicht Stay High wie vorhin beim Gold, sondern Stay Low wie bei der, ich suche einen Stay Low Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Post. Deswegen ist mein Basiswerttyp auch diesmal eine Aktie. Und hier hinten muss ich jetzt die Deutsche Post suchen. Das kann ich hier, ich kann hier runterscrollen, ich kann aber auch einfach mal oben Deutsche eingeben. Dann ist er ein bisschen schneller unten. Dann im ersten Schritt zeigt die Maschine mir wieder alle Produkte an, die es momentan unter den Kriterien gibt. Jetzt möchte ich gern wieder einen Schein nehmen, der im Dezember ausläuft. Die gebe ich als finalen Bewertungstag einfach den Dezember ein. Da gibt es wiederum jetzt noch 12 Produkte. Als Knockout-Level wünsche ich mir ja die 27 Euro. Jetzt weiß ich nicht, ob es eigentlich mit 27 gibt. Dann gebe ich halt mal einen 26 bis 28, grenze ich das schon mal ein bisschen weiter ein. Und man braucht da noch gar nichts mehr machen. Man gibt nur die Zahlen hier ein und schon automatisch wird es angepasst. Genau. Bleiben noch zwei Scheine übrig. Einer hat das Knockout-Level 26 Euro. Einer hat das Knockout-Level 27 Euro. Ich sehe auch hier wieder sehr schön den Unterschied. Der 26er ist natürlich der riskantere von den beiden. Deswegen ist meine Renditechance auch höher mit 23%. Allerdings ist 26 schon sehr, sehr knapp. Ist nur 11,5% Abstand zum Knockout-Level. Und ich fühle mich jetzt eigentlich wohler mit dem 27er Schein. Der Abstand 15,8% erscheint mir doch ausreichend, sodass mein Kalkül da aufgehen könnte. Jetzt klicke ich wieder drauf, schaue ich mir erstmal die Kondition nochmal an. Steht bei 9,15 Brief. Daraus rechnet sich eine maximal mögliche Rendite von 9,3% bis Dezember. Also das sind umgerechnet aufs Jahr 39,1% immerhin. Finaler Bewertungstag ist hier der 18.12. Und ja, gefällt mir eigentlich gut. Nehme ich mir wieder die ISIN, kopiere die rüber auf die Wikifolio-Plattform. Da ich das vorhin schon mal ausprobiert habe, ist der Schein schon drin. Das sagt er mir auch, dieses Wertpapier ist im Wikifolio bereits enthalten. Das habe ich vorher als Test für mich schon mal gemacht. Dann habe ich, finde ich also hier diesen Optionsschein. Und auch hier würde ich wieder sagen, der notiert ja ähnlich hoch wie der andere. Dann würde ich wieder 100 Stück kaufen. Zack, zack, sie geben einfach ein Kaufen oder Verkaufen, geben ein, ob sie ein Limit setzen wollen. Ich könnte jetzt auch hier ein Limit setzen. Ich setze es mal auf das aktuelle Niveau, dass Sie auch mal das andere Beispiel sehen, wenn man mit Limit handelt. Also ich gebe 100 Stück, möchte ich kaufen zum Limit von 9,15. Also am besten überprüfen nochmal alles, immer wichtig, gültig bis. Das ist eigentlich jetzt hier unerheblich, weil ich es ja eigentlich heute noch haben möchte. Dann schicke ich die Order los und dann müsste es eigentlich auch relativ schnell gehen. Man sieht hier oben hat schon was aufgepoppt. Hier steht schon Trade ausgeführt. Also wenn ich jetzt wirklich zum Briefkurs limitiere, dann geht es in der Regel auch sehr schnell. Sie können aber auch sagen, ich limitiere zu 9 Euro. Dann müssen Sie unter Umständen mal ein paar Tage warten, bis dann der Kurs nochmal runtergeht. Manchmal geht er auch nicht mehr runter, dann muss man eben das Limit höher nehmen. Also mein Ergebnis ist, der Schein, den ich wollte, ist genau jetzt wieder auch im Wikifolio drin, 100 Stück. Genau, und so gehe ich nach und nach vor. Ich habe noch zwei andere Ideen dabei, damit Sie einfach auch nochmal sehen, was gibt es denn eigentlich für Varianten bei den exotischen Optionsscheinen. Also das nächste ist ein Inliner, die mag ich besonders gerne. Also Inliner ist ideal, wenn wir eine Seitwärtsphase haben in den Märkten. Also gut, momentan geht es natürlich sehr stark im DAX rauf und vor allem runter. Da ist vielleicht ein Inliner jetzt sehr, sehr riskant momentan. Aber es gibt eben Situationen, wo ein Inliner sehr interessant ist. Und für mich momentan sehr, sehr interessant ist der Wechselkurs Euro-Dollar. Da ging es ja überraschenderweise in den letzten Wochen tendenziell wieder nach oben, obwohl alle Analysten schon oder viele Analysten schon von der Parität gesprochen haben. Wir waren sogar an der Spitze, hier sieht man diesen Peak auf 1,17. Das war, ich glaube, nach der letzten Sitzung der US-Notenbank, der vorletzten Sitzung, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was genau der Peak war, aber es war auf jeden Fall über 1,17, das glaube ich kaum jemand gedacht. Weil ja eigentlich ist es ja so, dass wir eine gegenläufige Zinspolitik haben in der EU und in den USA, also in Europa. Heute war erst wieder eine Rede von Mario Draghi, wird weiter Geld gedruckt. Also das laufende Programm zum Ankauf von Anleihen wird voraussichtlich ausgeweitet. Das hat der Draghi heute schon mehr oder weniger durchblicken lassen. Deswegen spricht es ja eigentlich für einen schwächeren Euro, für einen stärkeren Dollar. Und umgekehrt ist in den USA wohl im Dezember die erste Zinserhöhung seit 9 Jahren wird kommen.
Und deswegen glaube ich, dass wir eher uns wieder in Richtung nicht, vielleicht nicht die Parität, aber wir werden eher wieder unter 1,10 gehen, als dass wir auf 1,20 laufen. Da bin ich eigentlich stark davon überzeugt. Vielleicht gibt es sogar eine Übertreibung nach unten. Zunächst mal erwarte ich, der Euro ist ja wieder in diese Handelsspanne zurückgekehrt. Das sieht man hier sehr schön eingezeichnet. Er war immer auf der Oberseite bei ungefähr 1,15 und auf der Unterseite bei 1,8. In den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Monaten jetzt schon, seit Mai. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch eine Zeit lang bleiben. Ich möchte mir aber hier nach unten einen gewissen Puffer offen halten, also dass ich nicht auf dem falschen Fuß erwischt werde. Also vielleicht fällt er wirklich auf die Parität, dann gehe ich mit der unteren Grenze beim Inliner lieber mal noch unter die 1. Also konkret, ich zeige Ihnen das wieder anhand der Suchmaschine am besten. Ich glaube, da kann man es dann immer am besten sehen. Produktgruppe wieder exotische Optionsscheine. Ich wähle als Untergruppe diesmal Inline-Optionsscheine aus. Basiswerttyp ist diesmal eine Währung, Euro-Dollar. Und in dem Fall gibt es auch nur die eine zur Auswahl hier bei der Société Générale. Er findet auf Anhieb jetzt 9 Produkte mit den verschiedensten Levels, K.O.-Levels. Also Sie müssen ja diesmal 2 K.O.-Levels beachten. Also beim Stay High und beim Stay Low gibt es immer nur ein K.O.-Level, nach oben oder nach unten. Und beim Inliner gibt es 2. Das Ganze macht das Ganze natürlich riskanter, aber es gibt auch wesentlich größere Renditechancen. Also wenn jetzt meine Erwartung eintrifft, also auf der Oberseite würde ich eigentlich die 1,20 sehen, die wir nicht mehr überschreiten dieses Jahr. Die gebe ich auch mal direkt ein. Und schaue, was jetzt noch übrig bleibt an Produkten. Hat er jetzt schon gefiltert? Ich glaube nicht. Okay, normalerweise sollte er jetzt hier auf die 1,20 filtern. Ja, genau, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Manchmal muss man das ein, zweimal öfter eingeben, bis er es erkennt. Aber ich habe jetzt noch 2 Produkte übrig, wo das obere K.O.-Level bei 1,20 sitzt. Jetzt überlege ich mir auf der Unterseite, was bin ich bereit für ein Risiko einzugehen. 1,5 auf der Unterseite. Also Währungen bewegen sich manchmal sehr schnell, die 1,5 kann man machen, aber ich würde es lieber nicht riskieren. Also ich fühle mich bei der 0,95 wesentlich wohler. Also 0,95 werden wir dieses Jahr meiner Meinung nach zu 99% nicht mehr sehen. Deswegen fühle ich mich bei der Konstellation wesentlich wohler. Sie sehen es auch, die Renditechance ist hier nur in Anführungszeichen 8,9% gegenüber hier unten 58%, weil eben hier unten auch das Risiko wesentlich größer ist. Aber wie gesagt, ich fühle mich bei der 0,95-1,20er Kombination eigentlich sehr, sehr wohl. Schauen wir das Ganze nochmal an, ob ich hier wirklich richtig bin. 0,95-1,20 Laufzeit, Dezember 2015. Also man kann das Ganze, wie gesagt, nicht oft genug überprüfen, weil wenn man es dann gekauft hat, ist es zu spät. Der Schein kostet momentan 8,41 € und daraus rechnet sich eine Renditechance von 18,9%. Ich gehe wieder mit der ISIN zurück auf die Eingabemaske. Bei Wikifolio, jetzt sagt er mir wahrscheinlich wieder, dass der Schein schon im Wikifolio enthalten ist, weil ich den auch vorhin schon mal reingeschoben habe in meinem Test vorhin. Er sitzt hier ganz oben. Bei dem würde ich jetzt vielleicht sogar mit 125 Stück reingehen. Das ist dann ein bisschen, von der Stückzahl her zumindest ein bisschen mehr. Ich frage hier wieder die Quote an mit 125 Stück Kauf, gehe auf Preis holen und dann müsste jetzt eigentlich die 8,42 dann auch, müsste ich eigentlich bekommen. Ja. Klicke ich drauf, bestätige ich und dann wird der Schein mir eingebucht. So, jetzt habe ich 3 Positionen drin. Eine Sache würde ich gerne noch kaufen heute, weil ich habe nämlich hab mir auch noch überlegt, dass die Apple vielleicht noch ganz interessant wäre. Und zwar bei Apple gibt es jetzt eine Besonderheit bei Société Générale. Und zwar hat die Société Générale auf die Apple-Aktie auch sogenannte Trend-Inline-Optionsscheine aufgelegt. Und die haben auch, finde ich, einen ganz bestimmten Charme, weil bei diesen Trend-Inline-Optionsscheinen ist in der Erwartung eben nicht ein Seitwärtstrend zugrunde gelegt, sondern ich sage es mal, ich nenne es mal moderater Aufwärtstrend, weil nämlich diese K.O.-Levels jede Woche nach oben verschoben werden, und zwar um hier im speziellen Fall um 0,25 Dollar. Und daraus ergibt sich im Endeffekt so ein moderater Aufwärtstrendkanal innerhalb
dessen sich die Aktie bewegen sollte und um dann mein Szenario, meine Marktmeinung eben zu treffen. Und meine Meinung ist eben, ich glaube, dass die Apple-Aktie weiter nach oben gehen wird, aber sicherlich nicht mehr in diesem Tempo, das wir von Ende 2012 bis Mitte 2015 hatten. Da hat sich die Aktie mehr als verdoppelt in dieser Zeit, ist dann ein bisschen ins Stottern geraten. Es war zum einen der Gesamtmarkt, es war zum einen aber auch kritische Analystenkommentare, die haben eine zu hohe Abhängigkeit vom iPhone Apple zu Lasten gelegt. Auf der anderen Seite, gerade gestern kamen jetzt wieder neue Spekulationen auf, dass Apple bis 2019 ein elektrisches Auto auflegen wird. Also das hat sich der Konzern intern zum Ziel gesetzt und ich glaube allein der Einstieg in diesen neuen Markt wird nochmal für richtig Fantasie sorgen. Deswegen glaube ich, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird mit moderatem Tempo, also nicht mehr so wie es mal war. Und dazu ist eigentlich das passende Produkt ein Trend Inlandoptionsschein. Ich hatte auch jetzt ein Produkt in einem meiner Musterdepots in der Capital Depeche, in diesem Börsenbrief, auch der wurde jetzt gerade für 10 Euro zurückgezahlt. Den ersetze ich jetzt gerade und zwar durch folgendes Produkt. Sie gehen wieder zurück auf die Suche, auf den Produktfinder. Das dauert immer ein bisschen, bis er lädt. Dann wählen Sie diesmal aus, wieder exotische Optionsscheine. Es ist klar, die erste Einstellung ist immer die gleiche. Dann aber Trend-Inland-Optionsschein. Basiswert Typ ist Apple, ist hier eine Aktie eben. Und hinten wähle ich die Apple aus. Gibt es momentan sowieso nur zwei Produkte. Da kann ich mir jetzt überlegen, welche nehme ich. Der obere laufen beide bis Dezember. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo die Unterschiede liegen. Der untere hat der untere ist ein bisschen weniger riskant, weil doch die Abstände von 31,7% und 29,8% zu den Barrieren relativ gleichmäßig sind und hier der obere Schein 27,3% zum unteren Level. Der geringere Abstand führt dann dazu, dass ich hier eine größere Renditechance habe, weil ich glaube ganz ehrlich, dass 27,3% bis Weihnachten bis eigentlich ausreichen sollte. Deswegen würde ich da jetzt den oberen Schein nehmen. Und Sie müssen natürlich noch beachten, eben, dass diese K.O.-Levels, die jetzt bei $82,75 liegen und bei $152,75, dass die jede Woche um 0,25 nach oben verschoben werden. Also da sind wir dann im Dezember bei dem unteren Level vielleicht bei, ich würde das mal Pi mal Daumen überschlagen, vielleicht bei $86, $87. Ich glaube, auch das sollte die Apple-Aktie dieses Jahr nicht mehr sehen. Deswegen würde ich jetzt diesen Schein auswählen, überprüfe das Ganze nochmal anhand der Kennzahlen und schnappe mir dann die ISIN. Gehe wieder rüber auf mein Wikifolio, gebe die ISIN hier ein. Auch den Schein habe ich vorhin schon reingepackt. Und dann mache ich nochmal, damit Sie es auch nochmal sehen können, die Limit Order. Da gebe ich jetzt einfach mal ein Limit ein, das unter dem aktuellen Briefkurs liegt. Dann platziere ich das Limit und da müsste ich jetzt natürlich noch ein bisschen warten, dass vielleicht morgen oder im Laufe der Woche die Apple-Aktie noch mal ein bisschen sich bewegt und dadurch auch sich der Kurs des Inliners bewegt und die Order taucht dann hier in Kürze bei den offenen Orders auf und da kann ich dann noch verfolgen, ob sie ausgeführt worden ist oder nicht. Also wie gesagt, man kann auch Limits setzen, natürlich unterhalb des aktuellen Kurses. Ja, und so geht mal vor, wenn man die exotischen Optionen schon handeln möchte von der Société Générale. Die gibt es auf wirklich, also für mich eine sehr, sehr schöne Auswahl auf etliche Aktien, auf etliche Rohstoffe, Edelmetalle. Also man kann damit einiges machen. Wichtig ist immer, gebe ich jedem eigentlich mit auf den Weg, Sie müssten wirklich eine ganz konkrete Meinung haben zum Kursverlauf und sich dann die Parameter danach ausrichten und dann kommen Sie schon zum richtigen Produkt. Also ganz wichtig, Sie müssen eine Meinung haben. Wenn das Produkt alleine nützt Ihnen gar nichts, bilden Sie sich eine Meinung und dann können Sie ein Produkt raussuchen. Ja, und so läuft es dann hoffentlich auch relativ erfolgreich an der Börse. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, direkt im Anschluss gerne hier im Webinar, ansonsten auch unter meiner E-Mail, da können Sie mich erreichen jederzeit und würde Ihnen dann auch da die Fragen beantworten. Ansonsten gebe ich jetzt an den Nikolaus zurück und bedanke mich. Ja, ich sage vor allem danke vielmals für den spannenden Vortrag.
Ja, also auch der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, haben Sie die Möglichkeit, dort im Fragenfeld bzw. im Chatfeld noch Fragen einzugeben. Eine Frage habe ich gerade gesehen, das war, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, es wird aufgezeichnet und Sie können sich das dann auch völlig in Ruhe und entspannt auf YouTube ansehen. Wir werden wahrscheinlich nur ein paar Tage brauchen, bis es dann hochgeladen wird, aber es wird auf jeden Fall aufgezeichnet. Ja. Ja, schauen wir ganz kurz, ob es spezielle Fragen jetzt hier noch gibt. Ja, eine Frage sehe ich hier, welche Griechen sollte man beachten? Jetzt ist die Frage, Christian, möchtest du noch mal kurz zu den Griechen was sagen oder Herr Schuster direkt? Also ich kann für mich nur persönlich sprechen, dass ich auf solche Kennzahlen weniger achte. Für mich ist nur entscheidend Chance-Risiko-Verhältnis und das sagt mir eigentlich schon der Briefkurs aus, also beziehungsweise die Renditechance. Also wenn das für mich passt, wenn ich bereit bin, das Risiko einzugehen und dafür auch mir die Ertragschance ins Depot hole, ich denke mir, vom Pricing her habe ich jetzt eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht und insofern, also Das heißt, du ich. schaust direkt auf so eher so die Knockout-Schwelle Genau, und dann genau. nachher dann auf die jeweiligen Kurse vom Genau. Zertifikat. Ja. Das Okay. ist für mich entscheidend, weil der Zertifikatekurs sagt mir ja schon, im Endeffekt deutet mir die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dieses Szenario hier eigentlich erreicht. Und wenn ich dann einen Inliner habe, der bei einem Euro notiert, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering. Sowas mache ich in der Regel gar nicht. Also ich kaufe eher so bei zwischen 7 und 9 kaufe ich ganz gerne und halte die dann auch bis zur Endfälligkeit. Und wie gesagt, die Griechen muss der Schuster nochmal vielleicht auch mal das eine oder andere dazu sagen, wenn er mag. Für mich ist nicht so interessant. Aber es gibt eben ganz unterschiedlich. Jeder Anleger achtet auf andere Kennziffern. Ja, also von meiner Seite vielleicht, was Anleger bei uns auch sehr gerne machen, ist, die gucken, wenn sie den, wir haben jetzt den Fall vor allen Dingen besprochen, dass man eine konkrete Meinung hat bis zum Laufzeitende, also bis das Produkt die finale Bewertung hat. Was Anleger bei uns natürlich auch machen, ist, die haben ein Produkt und haben eine bestimmte Sichtweise, beispielsweise auf einen kürzeren Zeitraum, vielleicht nochmal einmal ganz kurz auf der Übersicht für diesen Inline-Optionsschein Euro-US-Dollar bleiben. Christian, wenn das geht. Dort sehen wir, im unteren Bereich steht auch das Tether angegeben. Das wird hier ausgedrückt in Euro pro Tag, ist in diesem Fall genau da. Das ist in diesem Fall, sind das halt 4,5 Cent pro Tag. Und das bedeutet einfach, wenn sich nichts verändert, das heißt, wenn der Euro-Dollar-Kurs morgen genau da steht, wo er heute steht, dann ist dieser Schein im Prinzip 4,5 Cent teurer geworden. Ja, jetzt spielen wir das mal weiter. Das ist im Prinzip aber genau das, was eben schon beschrieben wurde. Wenn man das auf die ganze Laufzeit sieht, ist das eben in Summe genau die Differenz zwischen dem jetzigen Preis und den 10 Euro, die am finalen Bewertungstag eben ausbezahlt werden. Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, ich glaube, in der nächsten Woche, in den nächsten 10 Tagen passiert dort nichts, dann ist das ein ganz guter Indikator dafür, wie viel man im Prinzip damit an Rendite auch einfahren kann. Das ist vielleicht eine Sache nochmal, wenn man einen kürzeren Anlagehorizont hat und nicht bis zur finalen Fälligkeit. Und dann, ja, das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Sachen, die man beachten sollte. Und sonst von den Griechen her sind eben, ja, das sind relativ mathematisch komplexe Maßzahlen, die einfach bestimmte Veränderungen ausdrücken. Und ich sehe das aber genauso wie der Christian Scheidt, dass man eine konkrete Meinung haben muss zum Basiswert, dort auf Basis von Fundamental oder Chart oder einer Kombination von beidem wirklich sagt, das ist meine Meinung, die möchte ich jetzt mit so einem exotischen Optionsschein umsetzen und dann in Abhängigkeit davon seine eigene Bewertung für die Risikorendite-Chance macht. Ja, das ist eigentlich auch mein Erfahrungswert, es gibt ein paar Anleger, die sind sehr, sehr technisch getrieben und haben dann bestimmte Modelle dahinter. Für die sind solche Zahlen interessant, deswegen publizieren wir sie auch auf der Seite. Ja, das ist vielleicht da als Hintergrund nochmal. Vielleicht
Abschließend auch die Frage, wenn jetzt ein Teilnehmer sich jetzt gezielt informieren möchte über Zertifikate und Optionsscheine, könnte da irgendwie ganz spezielle Quellen empfehlen oder vielleicht auch auf der Homepage spezielle Informationen stellen? Also selbstverständlich, bei uns auf der Webseite sieht man auch hier schon eingeblendet, da gibt es einmal unten nochmal ein Erklärungsvideo, eben gerade war das genau darunter unter dem Teil, da wird nochmal die Funktionsweise von dem Inline-Optionen auch grafisch unterstützt dargestellt. Wie funktioniert das in aller Kürze? Und dann haben wir in der Sektion weiter oben unter Publikationen, genau Service-Publikationen, da sind auch nochmal unter den Broschüren zu den Optionsscheinen, das ist einmal die Anlageprodukte und auf der anderen Seite haben wir auch die Hebelprodukte, ist nochmal eine Erklärung, wo auch aus meiner Sicht relativ anschaulich auf in der Breite sozusagen schriftlich nochmal zum Nachlesen dargelegt wird, wie die verschiedenen Produkte, auch jetzt nicht nur bezogen auf die exotischen Optionsscheine, wie Produkte funktionieren, wie ist das Verhältnis, in welcher Situation kann man was nutzen, das einfach als, ja, um mal an die Hand zu geben, das geht hier los mit einem Call-Optionsschein, wird das Preisverhalten erklärt und das geht dann eben auch über hier Open-End, Long-Turbo, also über die verschiedenen Produkte, die es da im Bereich Hebelprodukte, gleiches haben wir auf der Seite eben zu sehen gewesen, für Anlageprodukte, da kann man das sich nochmal im Prinzip anlesen. Das ist jetzt nicht bis ins letzte Detail, also total mathematisch auseinandergenommen, aber ist im Prinzip genau an der Stelle, was wichtig auch für einen Investor ist, um seine eigene Rendite-Risiko-Abschätzung zu machen. Und natürlich immer das Angebot, die Hotline war vorhin schon eingeblendet, die ist sonst auch auf der Internetseite relativ prominent oben rechts zu sehen. Wenn Fragen bestehen oder eine Unklarheit ist, ja, beispielsweise, wie ich einem in dem Vortrag gesagt habe, zu den Zurückzahlungszeitpunkten oder andere technische Fragen sind, nehmen wir das natürlich gerne auch telefonisch dann jeweils das Thema auf. Ja, eine Frage sehe ich, ist jetzt noch reingekommen, beeinflussen die Handelszeiten den Spread? Das hängt vom Produkt ab. Es ist so, also wenn der Hauptmarkt, das heißt für eine Aktie beispielsweise Xetra 17,30, dann kann es unter bestimmten Voraussetzungen dazu kommen, dass wir nachbörslich, das heißt wenn der Hauptmarkt geschlossen ist, einen etwas weiteren Spread stellen, weil einfach für uns die Möglichkeit nicht mehr da ist, liquide das ein Gegengeschäft abzuschließen zu dieser Position. Ja, das in den normalen Börsenhandelszeiten für Aktien zwischen 9 und 17,30 ist, stellen wir einen gleichbleibenden Spread bei normalen Marktbedingungen. Ja, kann immer Besonderheiten oder besondere Situationen geben. Und nachbörslich kann es sein, aufgrund der Liquidität, dass wir einen etwas erweiterten Spread stellen. Genau, also auch hier die Empfehlung, was auch wir immer bei Wikifolio sagen, dass man wirklich innerhalb der Börsenzeiten handeln sollte. Bei Wikifolio ist es zwar auch möglich, sogar am Samstag und Sonntag zu handeln, aber dann muss man sich halt auf etwas breitere Spreads einstellen. Genau, da schließen wir uns im Prinzip an, weil das ist eigentlich ein Service natürlich, den wir den Kunden auch gerne bieten, dass sie jederzeit verkaufen können, aber man muss da berücksichtigen, dass die Marktsituation einfach eine andere ist. Ja, wunderbar. Also ich sage nochmal großes Dankeschön an Sie beide und hoffe natürlich, dass auch für die vielen Teilnehmer heute ein spannendes Webinar war. Und wie gesagt, wir werden das dann auch in wenigen Tagen online stellen. Und ich sage danke vielmals und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.